Mit der Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Modernisierung der Sylt-Bibliothek durch die Gremien der Gemeinde Sylt sind nunmehr für die Planung und für die Umsetzung mit aufgenommen worden. Ziel ist es, die Funktionalität der Einrichtung für einen kulturellen Treffpunkt für Insulaner und Gäste weiter zu optimieren und eine zeitgemäße Einrichtung zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei die Umgestaltung des Kinder- und Jugendbereiches sowie die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Nach derzeitigem Stand wird die Modernisierung in der Zeit von Februar bis Mai 2016 erfolgen. Während dieser Zeit bleibt die Bibliothek geschlossen. Nachdem die Sylter Rundschau vergangene Woche über die Situation in der Asklepios Nordseeklinik berichtete, meldeten sich Mitarbeiter bei der Redaktion. Tenor: Die Stimmung im Krankenhaus sei derzeit von Verunsicherung geprägt, gerade in der Chirurgie. Dort sei nach dem Weggang des Chefarztes unklar, wie es mittelfristig weitergehen sollte. Dem widerspricht Klinikleiter Ulrich Wenning vehement. Weder würden mehr Patienten aus der Chirurgie aufs Festland verlegt werden, noch sei die Zahl der Operationen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Wie die Klinikleitung die Chirurgie neu strukturieren will, hat sie bisher noch nicht offen kommuniziert. Wenn es ein zweites Mal für ein Literaturfestival gibt, dann bedeutet das: Das erste Mal hat gut geklappt. Und das hat es auch. Der erste Versuch im stürmischen November des letzten Jahres hat so viele Zuhörer angelockt, dass es förmlich nach einer Fortsetzung rief. Für alle Altersklassen war wieder etwas mit dabei. Ob Diebe und Vampire, die Kinderlesung vom beliebten Sams mit Jasmin Wagner und Thomas Heinze oder die gut besuchte Podiumsdiskussion am Sonntag lockte wieder zahlreiche Literaturliebhaber auf die Insel. Aber auch die Privathotels als Veranstalter zeigten sich sichtlich erfreut über die riesige Resonanz.